Weihnachtsmann-Telefon. Einen kleinen Moment, bitte. So, jetzt bin ich bei Ihnen. Hallo, bin ich da beim Weihnachtsmann? Ja, genau. Ja, ich wollte mal sagen, dass ich dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmann haben will. Aha. Ja, aber ich habe da extra Wünsche für. Mhm, und die wären? Der Weihnachtsmann soll nicht wieder so aussehen wie mein Papa. Soll nicht wieder so aussehen wie dein Papa? Ja, weil letztes Jahr sah der fast genauso aus wie mein Papa und hat auch fast genauso gesprochen. Mhm, tja, das ist ja komisch. Das ist vielleicht ein Zufall gewesen. Na, von euch kommt ja der richtige Weihnachtsmann. Ja, genau. Ja, und da muss man ja auch immer Gedichte aufsagen. Ja. Soll ich mal eins sagen? Jetzt sofort. Ja. Spar dir das doch für den Weihnachtsmann. Na, aber du musst doch wissen, welches dann am besten ist. Nicht, dass ich dann eins sag und dann krieg ich keine Geschenke. doch, der Weihnachtsmann, der gibt dir Geschenke. Dann bist du wohl der Weihnachtsmann. Nein, ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich bin das Heinzelmännchen. Na, pass mal auf, ich hab zum Beispiel, denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee mit roten Näschen, das hat ihm wohl wehgetan. Da sagte ich, dann kiff nicht so viel, Herr Friedmann. Das war vielleicht zu politisch, deshalb habe ich das hier noch. Von draus vom Walde, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Und wie ich so strolch durch finsteren Tannen, da traf ich dann den Weihnachtsmann. Er hob meine Knarre und sagte nicht dumm, gib her die Geschenke oder ich puste dich um. Ich weiß, das ist zwar ein bisschen gewalttätig, aber es ist von Heine. Ach so. Die Kollegin sagt mir gerade Bescheid. Welche Kollegin? Die andere Heinzelmännchen, das ganz andere Heinzelmännchen. Das ist ja dann eine Heinzelfrau. Nein. Und du heißt Heinz. Nein, ich bin der Nils. Das bin ich ja. Nein, dann heißt du vielleicht auch Nils, dann heißen wir beide gleich. So, ja, ein Zufall. Ich heiße Nils und du arbeitest für den Weihnachtsmann. Ich arbeite für den Weihnachtsmann, ja. Und ich fürs Radio. Hier ist der kleine Telefonschreck, hallo. Nee, das ist ja ganz witzig.